Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt. Gott macht uns klar, dass er dieses Buch, den Heiligen Koran, als Barmherzigkeit für alle Menschen herabgesandt hat. Im Koran steht: Wahrlich, dieser Koran ist nichts als eine Ermahnung für alle Welt. Und ihr werdet sicher seine Kunde nach einer gewissen Zeit kennen. Der Koran ist also eine Ermahnung für die gesamte Menschheit bis zum Tag der Auferstehung. In ihm stecken Mitteilungen, die im Laufe der Zeit ständig in einem neuen Licht gesehen werden. Und so erneuern sich die Mitteilungen im Laufe der Zeit, obwohl der Wortlaut immer der gleiche bleibt. In jedem Vers des Koran steckt ein Teil von Gottes Wissen. Gott sagt im Koran: Aber Gott bezeugt, dass er dir die Offenbarung herabgesandt hat, und in ihr steckt sein Wissen. Immer wenn die Menschen ein gewisses wissenschaftliches Niveau erreicht haben, können sie einen Teil dieses göttlichen Wissens verstehen, das in einem entsprechenden Vers steckt, und sie können erkennen, dass dieses Wissen von Gott herabgesandt wurde. Wenn ihr Wissen mit der Zeit zunimmt, können sie einen weiteren Vers verstehen, der Gottes geoffenbartes Wissen enthält. Und so kann die Menschheit mit zunehmendem wissenschaftlichen Fortschritt immer mehr von dem Wunder dieses Buches verstehen. Dieses Professor Armstrong, er ist in Amerika ein bekannter Astronom und arbeitet bei der NASA als einer ihrer bekanntesten Wissenschaftler. Wir trafen ihn und sprachen mit ihm über eine Anzahl von Koranversen, die mit seinem Fachgebiet der Astronomie zu tun hatten. Wir fragten ihn nach dem Eisen und wie es entstand. Er sagte: Wir haben eine Reihe von Untersuchungen und Experimenten unternommen, die das, was ich Ihnen sagen werde, untermauern. Damit die Bildung der Elemente, die verschiedenen Elementarteilchen wie Elektronen und Protonen, zu einem Atom zusammengebunden werden können, wird eine gewisse Energie benötigt. Als wir die Energie berechneten, die zur Bildung von Eisen benötigt wird, fanden wir, dass dazu die vierfache Energie der Sonne benötigt wird. Deswegen nehmen die Wissenschaftler an, dass das Eisen ein fremdes Element ist, das auf die Erde gekommen ist und nicht auf ihr gebildet wurde. Daraufhin erwähnten wir den folgenden Koranvers: Und wir sandten das Eisen herab, worin die Möglichkeit zur großen Kampfgewalt und auch Nutzen für die Menschen steckt. Daraufhin fragten wir ihn, ob es im Himmel Löcher oder Risse gäbe, worauf er antwortete: Nein. Sie sprechen von einem Teilgebiet der Astronomie, dem integrierten Kosmos. Diesen integrierten Kosmos haben die Wissenschaftler erst in letzter Zeit entdeckt. Die Kräfte auf einem beliebigen Punkt im Universum müssen von allen Seiten die gleiche Größe haben. Wenn es nicht dieses Gleichgewicht geben würde, dann würde sich das Universum bewegen, ins Wanken geraten und es würden Risse entstehen. Ich erwähnte daraufhin den folgenden Koranvers: Haben Sie denn nicht zum Himmel über ihn emporgeschaut, wie wir ihn erbaut und geschmückt haben? Und er hat keine Risse. Wir sprachen mit ihm auch über die Anstrengungen der Wissenschaftler, an den Rand des Universums zu gelangen. Er sagte: Wir befinden uns momentan in einem Kampf, um mit unseren Beobachtungen an den Rand des Universums zu gelangen. Wir vergrößern unsere Anstrengungen und entdecken dadurch neue Sterne. Dann stellen wir fest, dass wir immer noch nicht den Rand erreicht haben. Im Koran steht: Wahrlich, wir haben den untersten Himmel mit Leuchten geschmückt und wir haben sie zu einem Mittel zur Vernichtung der Satane gemacht. Und so dienen diese Sterne zum Schmuck für den untersten Himmel. Professor Armstrong fuhr fort: Aus diesem Grund denken wir daran, im Weltraum Teleskope zu installieren, damit der Staub der Erdatmosphäre und die übrigen atmosphärischen Störphänomene uns nicht mehr bei der Beobachtung behindern können.
Da die Teleskope, die im sichtbaren Bereich arbeiten, versagt haben, uns weit blicken zu lassen, haben wir daraufhin Radioteleskope benutzt, die uns einen weiteren Blick gestatteten. Aber selbst mit diesen Teleskopen befanden wir uns immer noch im Universum. Da erwähnte ich die folgenden Koranverse. Dann wende deinen Blick abermals zweimal zurück. So wird dein Blick nur ermüdet und geschwächt zu dir zurückkehren. Und so fuhren wir in unserer Diskussion fort. Immer wenn er uns einen wissenschaftlichen Sachverhalt erklärte, zitierten wir ihm einen entsprechenden Koranvers, dem er zustimmte. Dann sagten wir ihm, Sie haben selbst einen Einblick in die moderne Astronomie gewonnen, die oft erst mit Hilfe moderner technischer Mittel wissenschaftliche Tatsachen entdeckt. Und Sie haben nun auch kennengelernt, dass diese Tatsachen in den koranischen Textauszügen vor 1400 Jahren erwähnt wurden. Was ist Ihre Meinung hierzu? Der Professor antwortete mit folgenden Worten. Diese Frage ist eine schwierige Frage und ich habe darüber nachgedacht, seitdem wir hier angefangen haben zu diskutieren. Ich bin sehr beeindruckt darüber, wie Inhalte von alten Texten mit den Erkenntnissen moderner Astronomie auf eine erstaunliche Art und Weise anscheinend übereinstimmen. Ich bin kein Wissenschaftler auf dem Gebiet der Menschheitsgeschichte und kenne deshalb nicht die genauen damaligen Umstände. Jedoch, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass der Ursprung dieses Wissens von einer höheren Quelle herrührt und über die gewöhnlichen menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Jedoch habe ich nicht die Absicht, und es ist nicht meiner Position gemäß, Ihnen an diesem Punkt eine Antwort zu geben. Ich glaube, ich habe viele Worte gesagt, ohne genau das auszusprechen, was Sie von mir hören wollten. Ich habe die Pflicht, als Wissenschaftler unabhängig in gewissen Fragen zu bleiben, aber ich glaube, ich bin an einem Punkt in dieser Frage stehen geblieben, der sehr nahe an dem liegt, was Sie gerne von mir hören würden. Scientific explanation. There may have to be something beyond what we understand as ordinary human experience to account for the writings that we've seen. But it's not my intention or my position at this point to provide an answer to that. I've said a lot of words. Without, I think, expressing exactly what you want me to express, but as it's my job as a scientist to remain independent of certain questions, and I think that's one that I'd best stop just a little bit short of giving you the complete answer that you might desire. Ja, es ist für Sie schwierig vorzustellen, dass dieses Wissen, welches vor 1400 Jahren Mohammed geoffenbart wurde, einen menschlichen Ursprung hat. Ihrem Denken gemäß muss es irgendeine Quelle für dieses Wissen geben. Die Quelle ist der, der die Geheimnisse der Himmel und der Erde kennt. Nach dem, was wir in unseren Begegnungen mit diesen Wissenschaftlern sahen, sind wir Zeuge geworden, dass wir uns an der Pforte zu einem neuen Zeitalter befinden, im Zeitalter des Zusammentreffens von Religion und Wissenschaft. Gemeint ist die wahre Religion und die Wissenschaft, die auf wahren Tatsachen beruht. Es ist unmöglich, dass zwischen den beiden Widersprüche oder Unstimmigkeiten bestehen. Davon waren auch die muslimischen Gelehrte die Jahrhunderte hindurch überzeugt, nämlich, dass es prinzipiell unmöglich ist, dass eine gesicherte wissenschaftliche Tatsache in Widerspruch zu dem Inhalt einer unmissverständlichen Textstelle aus dem Koran oder einer authentischen Überlieferung eines Ausspruches des Propheten steht. Wenn es heißt, dass wir uns im Atomzeitalter und im Raumfahrtzeitalter befinden, dann sagen wir, ja, das stimmt. Aber es stimmt auch, dass wir uns am Beginn eines bedeutenderen Zeitalters befinden, nämlich dem Zeitalter des Zusammentreffens zwischen Religion und Wissenschaft.
Und dies kann nur zwischen der Wissenschaft sein, die auf wahren Tatsachen beruht, und der Religion des Islam, die Gott vor jeglicher Verfälschung und Abirrung bewahrt hat. الذي حفظه الله من كل تبديل وتحريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق